To-Do-Liste machen. Wenn man zum Beispiel noch Hausaufgaben vorhat oder was auch immer. Das Programm ist ganz einfach aufgebaut und ich zeige euch einfach mal jetzt die Grundfunktionen. Wenn man hier auf diesen Haken klickt, kann man hier einfach eingeben, was man machen muss. Sagen wir mal Hausaufgaben. Dann kann man noch hier machen Privat, Büro und Teile. Ich mache jetzt einfach mal Privat. Hier kann man das dann zum Kalender, zu iCall hinzufügen. Dazu aber später mehr. Klicken wir auf Add, erscheint das hier. So, wenn wir hier oben auf dieses Symbol klicken, verschwindet es. Und ich glaube, man kann das sogar auch mit Growl in Verbindung setzen. Dafür geht man auf die Systemeinstellungen, dann auf Growl, dann auf Anwendungen und dann müsste man sehen, ob es geht oder nicht. Na, ich glaube, das macht es nicht. Okay, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt nochmal ein paar Grundfunktionen. Runterzuladen, die Seite, die stelle ich dann in die Videobeschreibung und ja. Wenn ihr hier jetzt in dieses Kästchen reinklickt, meint er es als erledigt und man kann hier dann natürlich noch mehrere dazufügen. Erledigt, raus. So, dann kann man das Ganze zu iCall, zu dem Kalender von Apple oder von Mac senden. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich iCall noch gar nicht sozusagen benutzt habe und dafür brauche ich das nicht. Das geht mit Kommandos. Es ist wirklich ganz einfach aufgebaut und es ist auch ziemlich praktisch. Es ist ziemlich klein, man kann es richtig klein machen, sich hier einfach in der Ecke stellen und ja, das war es eigentlich schon von dem Programm. Es ist richtig praktisch, hier kann man das dann noch in mehrere Gruppen machen. Wenn ich hier jetzt was hinzufüge und das mache ich für irgendwas, dann gebe ich das hier so. Und kann hier dann noch was fürs Büro machen. Dann habe ich das hier in mehreren Gruppen. Und da wird das dann angezeigt. Das war das Programm eigentlich schon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich finde das sehr praktisch. Ich benutze das wirklich so für Hausaufgaben, wenn ich irgendwas machen muss. Es gibt zwar noch viele andere. Aber guckt einfach mal bei YouTube. Da haben schon andere was zu anderen Programmen gemacht. Und außerdem, ich brauche für meine Zwecke nicht mehr und deswegen reicht mir das völlig. Das war's von mir. Tschüss, abonnieren nicht vergessen. Tschüss.